Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bonsai Mix. Mittlerweile 12, glaube ich, hier auf meinem Kanal Bonsai oder Kleinholz. Ja, auch heute geht es wieder um verschiedene Bäume oder verschiedene Projekte, die zu bearbeiten sind. Im Vordergrund steht allerdings heute der Rückschnitt. Und wir schauen mal, vielleicht noch das ein oder andere ein bisschen Reinigungsarbeiten. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es ja erstmal um den Rückschnitt. Ja, und dann starten wir natürlich auch gleich mal sofort hier mit dem ersten Kandidaten. Der war dieses Jahr schon mal auf dem Tisch. Mein Weißdorn, tatsächlich auch ein Neuzugang in meiner Sammlung. Kleine Maßnahme, wie gesagt, ja. Für diejenigen, die ihn schon mal gesehen haben, werden feststellen, er steht mittlerweile in einer anderen Schale. Ich habe ihn tatsächlich nicht umgetopft, weil ich dachte eigentlich, das wäre soweit ganz frisch. Leider, wie man hier sehen kann, ja, die Schale war auch relativ flach und das Substrat ist irgendwie nicht so wirklich durchlässig. Er hat immer wieder Probleme, dass er immer wieder, er hat schon ein paar Mal die Ohren hängen lassen, dass er immer wieder trocken läuft, obwohl ich dann schon eine Schale drunter hatte. Deswegen habe ich ihn erstmal einfach nur umgesetzt mit ein bisschen zusätzlichem frischen Substrat. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser läuft. Ja, und wie gesagt, wollen wir hier mal loslegen. Zum, ja, ein bisschen Rückschnitt und auch mal ein bisschen Kollegen hier wieder freie Sicht verschaffen. Gestaltungstechnisch werden wir da nicht großartig was machen. Da kann ich schon mal spoilern, definitiv. Ihr habt so einige Projekte, wie ich jetzt auch gesehen habe, da wird es mal nötig, ein bisschen Draht anzulegen. Das wird allerdings das Hauptthema im nächsten Jahr, im Frühjahr. Und ne? Da werden wir jetzt nicht mehr großartig was machen. Hier geht es jetzt erstmal nur so um ein bisschen Vorschnitt bzw. ne? Rückschnitt. Und ja, dann würde ich sagen, genug Gequatsch, auf geht's. Ja, schon eindrucksvoll sehen, dass so ein bisschen hier so meine angedachte Vorderseite. Und da sehen wir natürlich so gar nichts von. Und deswegen fangen wir hier mal gleich mit dem Rückschnitt an. Braune unschönen Blätter werde ich natürlich auch gleich mal mit entfernen hier. Ja, hier haben wir einen extrem langen Kollegen, also angedachte Spitze wäre das hier natürlich. Und da macht der dann hier nicht so wirklich Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt hier. Hier unten tatsächlich haben wir so einen jungen, frischen Kollegen. Deswegen würde ich auch sagen, nehmen wir den hier mal komplett raus aus dem Spiel. Ja, dann würde ich sagen, das sieht doch schon mal wieder deutlich besser aus. Kann man auch schon mal wieder den Baum erkennen. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ja, das ist hier so meine angedachte Vorderseite. Natürlich vom Stamm her nicht unbedingt optimal, weil hier haben wir dann eher so die Biegungen. Hier sieht man sie so nicht so richtig, aber hier haben wir sowieso ein Problem, ne, dass wir ja hier zwar relativ dick sind, aber wir sind hier dünner als hier. Naja, wie gesagt, ne, da wird noch einiges passieren müssen. Aber fürs Erste, finde ich, ist das schon mal soweit okay. Wie ich vorhin schon gesagt habe, tatsächlich das nächste Jahr
steht tatsächlich mal im Zeichen des Themas Gestaltung, auch Drahten und überhaupt auch mal, sind ja einige Kandidaten dabei, die sich mittlerweile auch ganz gut entwickelt haben. Und da kann man dann jetzt auch mal oder sollte man auch mal ein bisschen verstärkter in die Gestaltung gehen. Und das ist auf jeden Fall Thema für fürs nächste Jahr. Aber fürs Erste würde ich sagen, ist das schon mal okay. So kommen wir durch den Rest des Jahres. Kommen wir mal zu unserem zweiten Kandidaten. Auch tatsächlich ein Neuzugang in meiner Sammlung. Eine Kirschpflaume. Ich nehme das hier mal weg. Der liegt hier tatsächlich drin zur Stabilisation. Das ist noch nicht so richtig toll hier alles. Da werde ich auf jeden Fall früher nochmal nachbessern müssen. Aber um euch mal zu zeigen, was hier los ist, steht auch noch einiges an Gestaltungsarbeit an. Er hat hier natürlich eine riesige Wunde und das ist auch hier schon relativ ja, morsch. Also da muss ich definitiv mal dran hier, irgendwas zu bearbeiten. Ja, allerdings ist natürlich nicht jetzt. Ja, hier geht es auch erstmal nur um den Rückschnitt. Das ist alles noch so, ja, der Auftrieb ist hier so lala, würde ich sagen. Ja, so richtig doll. Ist das nicht so, lange Abstände hier. Aber gut, er hat auf jeden Fall erstmal grün, das ist wichtig. Also heißt, er will ja. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn erstmal einfach nur zurück. Und ja, los geht's. Ist ja alles kreuz und quer und wild. Also hier steht auch eine Menge Arbeit an, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal nur um den Rückschnitt. Muss man keine großen Gedanken drum machen. Das passiert dann mal im nächsten Jahr. Ganz wilden Kollegen, der hier richtig Gas gibt, aber glaube, da war aber nicht lange schnacken. Egal wie, er ist, glaube ich, über. Die Aufgabe dieses Kollegen hier, die erklärt sich, glaube ich, von alleine. Ja, das sind Totes und Abgestorbenes. Ja, wie gesagt, hier gibt es einiges zu tun. Hier gibt es auch eine ziemlich große Wunde, um die ich mich auch mal kümmern muss hier. Natürlich auch alles schon noch ein bisschen morsch hier. Da müssten auch mal Maßnahmen ergriffen werden. Ansonsten hat er natürlich schon eine sehr schöne Rinde, finde ich. Rissig, alt. Mein ganz jung ist der Kollege auch nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, darum ging es diesmal jetzt heute erstmal nicht. Und ja, würde ich sagen, war es das auch. An diesen Kollegen schon mal mit dem Rückschnitt. Wir kommen jetzt mal zu meiner Yamadori-Lerche. Das meistgeklickteste Video auf meinem Kanal tatsächlich. Die habe ich seinerzeit oder wollte sie seinerzeit
weil sie ja so kurios geformt ist, hier über oder auf einen Stein sitzen. Letztendlich ist mir dann dieser Stein hier in die Hände gefallen und wie ihr seht, habe ich sie dann an den Stein platziert und das funktioniert wunderbar. Und ja, hier geht's gut, wie man sieht, mächtig ausgetrieben und deswegen wollen wir sie heute auch mal ein bisschen zurückschneiden. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein mit dem Rückschnitt. Ein bisschen die Nadeln hier entfernen. Zum Herbst hin werde ich sie tatsächlich mal ein bisschen drahten. Jetzt im Moment will ich das noch nicht. Da ich ja so ein Experte bin, den Draht einwachsen zu lassen, warten wir es ab, bis das Ganze ein bisschen ruhiger geworden ist und dann schauen wir mal. Ja, wie heißt der Kanal? Ich glaube Bonsai oder Kleinholz, ne? Ja, also Bonsai ist es schon mal nicht. Und Kleinholz auch nicht. Aber vielleicht wird es ja eins von beiden. Und deswegen steht er heute auch hier auf dem Tisch. Meine gemeine Esche. Auch ein Gartenfindling.
Hat sich auch irgendwo selbst ausgesät. Steht jetzt seit ja, gut einem Jahr hier in der Schale, auch noch in ganz normaler Gartenerde. Ja, und dann wollen wir heute auch mal ein bisschen gucken, ob wir da irgendwie mal was Vernünftiges draus kriegen. Ja, natürlich hier sehr lange Äste mit nichts, aber hier sind so einige schlafende Knospen noch. Deswegen möchte ich auch hier mal heute zurückschneiden und mal gucken, ob ich da irgendwo was anregen kann hier. Weil das ist natürlich hier viel zu lang und ja, auch hier oben, da schauen wir uns gleich mal an. Richtig toll ist das nicht. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen zurückschneiden und dann schauen wir mal, was passiert, ne? Also, auf geht's. Gehe überall auf 1 bis 2 Blattpaare zurück, je nachdem. Das geht hier nach innen rein, das sind wir aber trotzdem. Lass uns trotzdem erstmal so weit stehen. Tatsächlich ist ja natürlich sehr lang und nichts dran. Das nehmen wir auch, den mal hier weg. Ja, hier oben ist natürlich, naja, schauen wir mal, noch nicht so richtig, von welcher Seite, also das, ob ich da weitergehen soll, aber ich glaube, es wird wohl eher dieser hier werden. Und deswegen nehmen wir den ja auch mal zurück und gucken erstmal, was da so passiert. Abschneiden können wir immer noch. Hier sind viele kleine Neuaustriebe. Mal schauen, was da noch kommt. So. Ja, diesen Kollegen hier ist auch, wie gesagt, hier sind ein paar schlafende Knospen. Ich hoffe, dass ich die vielleicht mal wach machen kann. Und deswegen werden wir ihn hier auch ein bisschen einkürzen. Und ich werde ihn auch tatsächlich ein bisschen eher nach unten spannen. Ja, dann würde ich sagen, fasst das auch erstmal mit diesem Kandidaten. Den Rest lassen wir erstmal so. Den können wir vielleicht auch noch spannen. Aber dann würde ich sagen, was das erstmal. Ja, kommen wir dann jetzt mal zu unserem letzten Kandidaten. Ja, ist auch ein wildes Zeug, verzeiht auch viele Fehler, kann man machen, was man will mit, in Anführungsstrichen, außer das Gießen vergessen. Aber ne, das ist auch so ein wunderbares Übungsobjekt. Man kann da dann rumschnibbeln, machen und tun. Eignet sich auch sehr, sehr gut zum Beispiel für Auf- oder Übersteinpflanzungen, weil sehr, sehr viele Wurzeln machen. Ja, bei dem Kollegen hier sieht man schon, der ist noch ein bisschen wackelig, ist auch natürlich ein Gartenfund.
Ist schon, ich glaube, mittlerweile über 2 Jahre hier drin. Warum das hier so ist, weiß ich im Moment noch nicht, aber der wird im Frühjahr auf jeden Fall umgetopft. Hier haben wir auch so was Wildes hier, da kommt irgendwie, treibt hier was aus der Wurzel. Ja, aber da soll es heute erstmal nicht so drum gehen. Hier will ich schon mal so ein bisschen ja, den Kollegen auf den Weg bringen. Der soll, wie gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall umgetopft werden. Und will ich schon mal so ein bisschen vorbereiten. Zum einen natürlich einen Rückschnitt machen. Ja, wie gesagt, schon mal ein bisschen vorbereiten, in welche Richtung er soll. Und da geht es zum Beispiel, schön ist natürlich, ja, ein Dreifachstamm. Sowas habe ich auch noch nicht. Und wäre schon ganz cool. Allerdings hat der äußere Kollege hier, wenn ihr das mal hier mal schauen wollt, ja, ne, der ist schon. Da ist schon nur noch die Hälfte da. Und sein Problem ist natürlich auch, auf dem Weg nach oben hier, ist hier absolut gar nichts. Hier sind keine Knospen, auch keine schlafenden Knospen, gar nichts. Ja, deswegen würde ich wahrscheinlich langfristig, werden wir uns wahrscheinlich von dem Kollegen trennen. Ja, ich will aber trotzdem, ich gebe ihm auf jeden Fall noch eine Chance. Ich werde ihn heute nicht komplett abschneiden. Also wenn, dann würde ich sowieso das hier erstmal stehen lassen, um zu gucken, was da weiter passiert. Aber ich werde ihn auf jeden Fall ein Stückchen einkürzen, um zu gucken, ob hier vielleicht doch noch irgendwo was kommt. Denn letztendlich, ja, als Dreierstamm wird es ja trotzdem noch taugen, auch wenn er ein bisschen kürzer ist. Und vielleicht wäre das ja auch ganz attraktiv. Ja, dann würde ich sagen, ja, legen wir mal los. Fangen wir mal mit dem Kollegen tatsächlich an. Ja, wie gesagt, erstmal einkürzen. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt. Erstmal und wie gesagt, dann weiterhin schauen, ob da was kommt. Den hier lassen wir auf jeden Fall tatsächlich so, wie er ist. Ja, so aller Opferast. Mal schauen. Vielleicht bringt das hier unten noch ein bisschen dicker, aber er kann auf jeden Fall erstmal so dranbleiben. So, ja, den Kollegen biege ich immer mal weg. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo das hier kommt und was da alles dranhängt. Und deswegen lassen wir den auch erstmal so. Da würde ich mal sagen, Step by Step fangen wir mal von unten an. Die Wurzeln lasse ich tatsächlich auch erstmal alle so, wie sie sind. Aber hier, also ich sag mal, ja, im Moment würde ich wahrscheinlich entweder diese Seite als Vorderseite ansehen oder. Oder vielleicht sogar diese, wenn man ihn entsprechend kippt. Ja, das ist alles noch nicht so klar. Aber klar ist auf jeden Fall hier unten. Zum einen sorgt er für Verdickung, aber würde ja zur Verdickung beitragen. Aber so wie ihr seht, da ist eh nicht viel dran. Also würde ich sagen, nehmen wir den auf jeden Fall weg. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, den lassen wir mal außen vor jetzt. Der ist soweit ja erstmal abgefrühstückt. Ja, dann geht es hier an diesem Kollegen hier weiter. Hier haben wir einen, der natürlich da in der Mitte sitzt. Ja, der für die Stammverdickung eigentlich beiträgt. Deswegen würde ich sagen, sieht optisch nicht gut aus, aber wir lassen den erstmal dran. Dann geht es hier oben weiter. Hier werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen einkürzen, um ein bisschen Druck nach hinten zu kriegen. Vielleicht kommt da noch was an Austrieb. Auch hier gehen wir einfach mal zurück. Hier haben wir was Totes in der Mitte. Ja, hier haben wir einen Kollegen, der hier direkt aus der Achsel kommt. Den können wir da natürlich nicht gebrauchen. Ja, ist ein bisschen gewuselt hier. Egal. Chaos sind wir ja gewohnt hier, ne? So. Und dann haben wir jetzt natürlich hier einen Punkt. Also hier haben wir zum Beispiel auch noch einen frischen Neuaustrieb. Den würde ich auf jeden Fall lassen. Das kann man natürlich letztendlich dann auch irgendwie ein Stück runterdrahten.
Sehen, das ist alles hier tot und abgetrocknet. Gehen wir da auch mal zurück. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir im Großen und Ganzen auch schon durch. Vielmehr muss ich jetzt hier auch erstmal nicht abschneiden. Tatsächlich hat der Kollege am Anfang ziemlich geschwächelt, weil ich dachte schon, er geht komplett ein. Und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht mit dem Rückschnitt oder dem Wegschneiden zu sehr übertreiben. Mal gucken, ob da noch irgendwo was kommt. Ja, der soll erstmal noch ein bisschen Kraft sammeln. Der Kollege kommt auf jeden Fall im Frühjahr auf den Tisch zum Umtopfen und dann schauen wir tatsächlich mal, was wir mit der Gestaltung hier an sich machen. Möglichkeit, wobei der ja jetzt ja eigentlich weg soll hier. Also wirklich flexibel sind die Äste nicht, aber da geht tatsächlich immer noch ein bisschen. Und man kann sie tatsächlich auch ein bisschen spalten. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, muss man wissen, was man tut. Aber Möglichkeiten gibt es hier immer. Also, ja. Und da mache ich mir auch keine Sorgen. Bis zum nächsten Frühjahr wieder sowieso noch wieder so viele neue Möglichkeiten bieten. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Das nervt mich einfach, tut mir leid, aber er muss einfach weg. Wahrscheinlich, ne, verschwindet das sowieso, davon gehe ich aus. Das ist ja auf jeden Fall schon mal tot, das können wir schon mal kappen. Aber ich weiß nicht, wie viele Wurzeln, wo das jetzt hier genau ist und was da dran hängt. Deswegen will ich da noch nicht nichts wegschneiden, wie schon gesagt. Und deswegen bleibt das erstmal so, wenn es nicht doll aussieht. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann auch für heute durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wie immer bei euch. Und hoffe auch, dieser Bonsai-Mix war auch wieder für jeden irgendwie was dabei. Und ja, wie immer Kritik und Anregungen gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns Freitag. 14:30 bei Bonsai oder Kleinholz. Bis dann, euer Christian. Ja, jetzt werden wir erstmal ein bisschen blöd rumlabern und testen, ob der Wind irgendwie die Aufnahmen beeinflusst oder auch nicht, oder leckt mich ab, oder, ne, Wackelkandidat hier, aber sollte man eigentlich eine Hecke draus machen.